Herzlich willkommen im malerischen Ort Waldhambach, am Fuße der Madenburg. Waldhambach liegt im Kreis Südliche Weinstraße. Es gehört zur Verbandsgemeinde Annweiler, wird umgeben von Burgen und Bergen. Es liegt am Fuß der Madenburg und hier im Kaiserbachtal. Waldhambach blickt auf eine fast 700-jährige Geschichte zurück. Hier ist quasi das Tor zum Naturpark Pfälzerwald im Schutze von drei Burgen. Im Süden die Burg Landeck, im Westen die Reichsburg Trifels und direkt am Berg die imposante Madenburg. Unsere herrliche Lage mit traumhaften Wanderwegen bieten einen idealen Ausgangspunkt für schöne Wanderungen, Rad- und Klettertouren. Es ist ja ein agiles Vereinsleben im Ort. Es gibt einen Pfälzerwaldverein, aber auch einen Sportverein. Fester Bestandteil der Aktivitäten am Ort ist auch das Feuerwehrfest, welches jedes Jahr im Juni durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltet wird. Unsere Wendelinuskirche ist mit über 500 Jahren das älteste Bauwerk am Ort und ist für die überwiegend katholische Bevölkerung ein Ort der Begegnung. Zum kulturellen Leben tragen verschiedene Kleinkünstler bei. Seit 2004 wohne, arbeite und lebe ich hier in diesem schönen, idyllischen Waldhambach, umgeben mit Wald. Ich hole hier meine Inspirationen, arbeite in meinem Atelier und ich genieße das. Ich lebe meinen Traum und bin total glücklich hier. Früher herrschte im Dorf extreme Armut. Während der Wintermonate machte man Körbe, Küchenutensilien und dergleichen. Und da kommt auch noch der Name, die Waldhambacher Kochlöffel her. So ist zum Beispiel hier in der Ortschronik verzeichnet, dass es damals einen Bürger namens Braun gab, der wiederum als arbeitsscheu, aber trunkfest bezeichnet wurde. Es ist heute noch nachzulesen, dass man ihm nachgesagt hat, dass er wenigstens hätte in den Wintermonaten Kochlöffel fertigen können. Das war im Jahr 1910, aber heute feiern wir noch die Kochlöffel-Kerbe.
Alt Hambach soll eine Zukunft haben und wir möchten, dass unsere Bürger von morgen sich gleichermaßen hier wohlfühlen, wie dies schon heute der Fall ist. Seit 140 Jahren ist die VR-Bank Südliche Weinstraße in der Region für die Menschen der Region.